Heute geht's weiter mit Need for Speed Rivals und zwar der Racer-Karriere. So. Sind wir beim Zwischen-Event, slammet eure Racer von der Seite und gewinnt zwei Kopf-Events. So, Wagenauswahl. Warte mal, wo ist der Pop? Okay. Gut, dann haben wir das Schockwelle drin. So, zwei Sterne Event hat er gesagt, ne? Ist ja egal welches. Heli weg. Geschafft. Jetzt müsste den Racer nur noch zeitlich slammen. Und vor allem zwei Kopf-Events gewinnen. Kilometer, dann haben wir das erste Ding schon mal gewonnen. Okay. Da brauchen wir noch einen. Ja, die Speed ist auch schon zu.
versuche immer so zwei Speedlits in eine Folge zu knallen. Aua. Ah, das war mir fast klar. Ah, oh, kannst du schneller machen. Ein bisschen konzentrieren gerade. Ja, eins durch. Jetzt wollen wir noch zweiten Racer. Kein Bock jetzt auf den Kopf. Da ist der Meister. Tschüss. Zentrale, alle Einheiten warnen. Komme ein 1041 auf Eastwood Rise. Alle Einheiten, Achtung. Verfolgung eines 1041. Officer fordert Verstärkung an. Du Drecksack, Alter! 1, 6, 6, geht auf Hauptsache ich muss... Ah, jetzt möchte sich die Kopf doch da... Genau, 4-5 Stück oder was? Den einen hätte ich schon mitgenommen, ey. Ja, der wird mir willkommen. Ich bin gewonnen. Der Typ zieht da vorne in Control. Haben wir noch freie Einheiten? 11.25 hat das Ziel nicht gestoppt. Verfolgung geht weiter. Dieser Racer zerstört alles, was es gibt. Boah, mit deinem scheiß Auto, der hat aber Ruhe. Das ist aber nicht ohne, der Junge. Das war's. Auto zerlegt. Da möchte ich nicht rumgezogen bekommen hab. Dieser Typ steigt voll auf Gas. Ich verfolge ihn. Wo ist die scheiß Reparaturstelle hier? Ja, Mann! Scheiße Barrikade da, ey.
So. Back in game. Warum muss genau in dem Moment da ein scheiß Auto spawnen, ey? Wieso, was verlierst du halt die scheiß Speedlister noch komplett? Ja, leck mich doch, Alter. Fuck mich nicht ab, ey. Also da muss man schön mit einem scheiß random Auto spawnen, weißt du? Eine Scheißmühle da weg, ey! Das war mir fast klar, ey! Zentrale, habe hier ein 1041 auf der Interstate 4. Verfolgung läuft. Officer verfolgt verdächtiges Fahrzeug. Unterstützung wurde angefordert. Ist abgearbeitet. Alle Einheiten der Code 3 Verfolgung. Fahrzeug wurde nicht geortet. Dienst bis auf weiteres fortsetzen. Fahren wir Level 9. Ja, nee, ist klar. Sechs Kilometer, ich muss das Ding irgendwie nach Hause fahren. Das Auto. Bock jetzt auf irgendeine Scheißaktion da jetzt, ja. So, die schreiben wir mal gut, die Speedpoints, die brauchen wir nämlich. Puh, Glück gehabt. Definitiv. Und neues Auto. Wir haben einen Porsche freigeschaltet. Eine Speedliste machen wir noch. Ein Porsche GT3. Ziellinie ist die einzige Bedrohung. Die Cops müssen ihre... Wir alle sind außer Kontrolle. Wir alle sind außer Kontrolle.
Oh Mann. Die Cops müssen ihre Grenzen kennen. Muss wir das Ding machen. So, was muss ich denn machen mit Topics Menü einbauen? Wagenauswahl. Ich guck mal gerade, was ich noch für ein Auto zu hab. Nehmen wir mal den Jaguar hier. Betäubungsmine. Erstmal knallen wir auf jeden Fall eine Bedingung rein, eine Schockwelle rein, weil die ist eigentlich so. Ja. Mein Lieblingsspielzeug. Schon wieder 5, ne, 5, 4 haben wir noch, ne? So, bauen wir ein. Und jetzt brauchen wir noch Betäubungsminen. Die letzte Speedless heute. Genug. Egal, kriegen wir hin. So, dann gehen wir mal rein. Wir sollen auf jeden Fall Gold mit dem Set Interceptor kriegen. Also einfach, ja, das kriegen wir hin. Also das können wir tatsächlich sogar fast in einem Ding bekommen. Bis auf die eine, wir müssen eine Verfolgung dann noch kommen. Also wir müssen auf jeden Fall eine Gerade, wir müssen auf jeden Fall einen Interceptor starten. Müssen wir mal gucken, wie schnell wir das hinbekommen. Schon die letzte Speedless für heute. Oh, nimm doch deine Karre da weg, Mann. Erste geschafft. Jetzt brauchen wir noch eine zweite Verfolgung. Eigentlich bin ich da so kein Fan von, aber wir müssen tatsächlich jetzt explizit am Kopf suchen. Thank you.
doch hier unten schon Kopf. Da ist ein weiterer C44 in meinem Perimeter aufgetaucht. Ich sende die Daten. Sie nur den Typen im Kopf jetzt, ja? Gefährliche Objekte ab. Ich wurde getroffen. Wagen reagiert nicht mehr. 1044. Sehr geil. Ah, das Fahrzeug schon kritisch. Und der nächste, der mir noch eine erreicht. Ja gut, gar nicht mal so schlecht gewesen. Ach man, ich wollte diese Scheiße verfolgen kommen. Ich war schon fast durch, ey. Und dann haut der mir nur einen rein. Ich hab mich mal verfolgen. Null, gar nichts. Nada. Zwei Verfolgungen. Ich muss immer noch einen kommen. Wenn ich mir nochmal einen Interceptor. Hier. Ich weiß, dass wir die Dinge auf Kurt haben. Es geht ja nur um die Speedlists. Es geht ja nicht um irgendwie. Ob ich den Rennen doppelt und dreifach fahre, sondern wirklich nur rein, um die Speedlists abzubauen. Sieht doch wie sein Racer.
Speed ist abgearbeitet. Dann ist er ein Racer. War mir fast klar, dass du mir jetzt hinterher gehst, du Arsch. Ja, mein Gott, Alter, nerv mich nicht. Hier 2 Charlie 7, verfolge Fahrzeug mit hohem Tempo auf Laguna Rise. Alle Einheiten, Achtung, Verfolgung eines 1041. Officer fordert Verstärkung an. Achtung, hier sind gefährliche Objekte auf die Straße. Ja, du gewinnst sowieso. Oh, war mir klar, ey. Und genau um die Kurve muss einer kommen. Egal, ich hab das Ding geschafft. Leider keine Speedpoints. Aber ich hab den Hoodie. Unsere Ziele sind nicht grau. Vollgas. Mit dem Kopf voraus. Reiche Forderungsstufe 5, das machen wir dann in der übernächsten Folge. In der nächsten Folge gehen wir ja wieder ein bisschen auf Kopf. Warte mal, ich komme mal kurz auf den Audi 8, wie teuer der ist oder was das. Ob ich den überhaupt so fahren kann ohne Probleme. $77.000, kostet noch zu viel. Gut, den hätten wir uns locker leisten können, wenn wir nicht irgendwie jetzt gerade ein bisschen verkackt hätten. Gut, egal, machen wir in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss.